So Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Boah! Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Projekt. Ja, und ihr habt das eben ja im Vorspann, sage ich mal, gesehen. Es handelt sich hierbei um Dragon Ball Z oder Dragon Block Z, wie der Mod auch heißt, in Minecraft. Und mit dabei ist der Suitak. Hallo! Ja, moin! Und als Son Goku. Genau, Son Goku. Und Fabi ist bei mir Vegeta. Ja, und ich gehe jetzt einfach mal hier wieder in F1-Modus. So, ganz kurz zum Mod. Wenn ihr wissen wollt, was der macht, also ich spreche jetzt für meine Abonnenten. Nein, du kannst auch für meine sprechen, weil ich mache hier keine Mod-Reviews. Wenn ihr wissen wollt, was der Mod macht, ich werde jetzt hier oder in der Beschreibung mal verlinken, ein Mod-Review verlinken. Das werdet ihr jetzt hier irgendwo sehen, entweder im Video oder in der Beschreibung oder beides, je nachdem. Verlinke ich ein Mod-Review von mir und da könnt ihr einfach mal gucken, was der ganze Mod macht. Der bringt so viel Spaß. Ich hatte so Bock, nach dem Review das zu machen. Da dachte ich mir, komm, wir machen ein Let's Play draus. Oder halt eine, ja, nicht unbedingt angezockt, aber wir spielen sozusagen die Story von Minecraft, von Dragon Ball Z in Minecraft durch. Und da gibt's so viele Sachen, die du machen kannst. Und wenn du jetzt mal ganz kurz L drückst für deine Abonnenten. Oh! Da ist halt DBZ Sagas und da steht halt immer die Mission, die für die Story nötig ist, sag ich mal. Und hier steht zum Beispiel Cybermen, also die Pflanzenmänner. What are they? Was sind das für Kreaturen, für Viecher? Töte sie und du wirst halt mehr erfahren. Und da ist direkt das Biom der Pflanzenmänner. Ich würde aber sagen, wir gehen erst da hinten hin, da Bäume sind und wir sowieso ein bisschen Sachen farmen müssen am Anfang. Also ich habe generell keine Ahnung, wie lange das Projekt wird. Also jetzt, ihr könnt nicht mit 50 Folgen oder so rechnen. Aber ich denke mal mit mindestens 10 oder so, weil das wird später auf jeden Fall die Endgegner oder so, ich nenne ich jetzt einfach mal, werden sehr stark. Also das ist krass. Und die Saga, es gibt noch nicht mal alle. Wie ist die Mehrzahl von Saga? Sagen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt noch nicht mal alle davon. Der Sound ist ein bisschen zu laut. Ich mach den einfach mal auf 9, 10. Also da hinten sind richtig viele Schweine, ne? Ja, die können wir töten. Ja, und zwar gibt's halt noch nicht alle, deswegen, es gibt bisher nur zwei, also die ersten beiden, Saiyajin und Freezer. Und die werden wir halt durchspielen und danach ist das erstmal beendet. Und wenn der Mod da mal geupdatet wird, dann gucken wir mal, ob wir, das weiterführen in der Staffel 2. Ja, genau. Ob wir das dann weitermachen und das wird, ey Leute, das wird so geil. Was wir auf jeden Fall erstmal brauchen, wäre schwarze Wolle, also Tintenfische töten. Sui weiß wahrscheinlich schon, was zu bekommen, beziehungsweise wenn ihr das Review guckt, wisst ihr auch, was ich meine, wofür man schwarze Wolle braucht. Aber auch ein bisschen was Eisen, ein bisschen das neue Ohr, es gibt ja ein neues Ohr hier und ja, so sieht's aus. Und dann können wir diese Cybermans töten, also Pflanzenmänner. Der erste Part oder die ersten Parts werden eh ein bisschen langweiliger, ich denke auch für euch. Da wir einfach erstmal farmen müssen. Warte, töte die noch nicht. Okay. Wir versuchen Tintenfische zu töten und uns dann eine Schere zu holen. Damit wir direkt die mehr Wolle bekommen, weil wir brauchen insgesamt 10 Wolle und da unten sind Tintenfische. Wir brauchen nämlich 10. Gut, dann geh du die schon mal töten. Jojo. Hol du ein bisschen was Holz oder guck nach Eis, nach Stein und sowas. Ja, genau. Hier ist ein braunes Schaf, da hinten ist irgendein schwarzes irgendwas. Okay, boah, das ist die Tintenfische so weit unten. Ah, Zombies. Ah, hier sind richtig viele Schafe, Fabi. Okay, oh nein, ich muss kurz an die Oberfläche. Leute, und ich hab hier gerade, ich hab ein Eisen gedroppt bekommen vom Zombie. Ja, nice. Ich hoffe mal, meine Zuschauer sehen etwas. Ich glaube, ich sollte noch auf Bright stellen oder so. Oh, stirb doch bitte. Gegen wen kämpfst du? Gegen Tintenfisch. Oh, ich hab 2 Insects bekommen. Nein, jetzt krieg ich ein bisschen was Schaden. Ja, zum Glück nur ein Herz. Ah, da hinten bist du, ich seh dich. Ja, aber. So, wir brauchen noch ein Eisen, dann können wir wenigstens ein bisschen was Wolle holen. Ich muss aber. Ah, ne, ist auf Bright, okay, gut. Dann geht das ab und. Für dieses Projekt natürlich extra die Skins geändert, das muss natürlich. Hast du schon eine Workbench gemacht? Ja, die ist da hinten irgendwo. Okay, warte. Hier müsste sie irgendwo sein. Komm ich mal. Das Geile ist ja, du kannst später auch sprinten. Also nicht so normal sprinten, sondern mit. Ja, du kannst später so viel geile Sachen machen. Das ist so nice, aber Anfang ist halt immer ein bisschen lame. Das müsst ihr. Wisst ihr mittlerweile, denke ich, so viele Let's Plays, die es mittlerweile gibt und dann von Minecraft. Das ist einfach.
anfangs ist das einfach lame. Da kann man ich glaube, im deutschsprachigen Raum wurde der noch gar nicht Let's Play, oder? Ich kenne keinen, ich weiß keinen. Also, keine Ahnung. Mod-Review gibt es, glaube ich, eins, aber mehr weiß ich gar nicht. Ein Let's Play davon kenne ich jetzt nicht wirklich, ne? Also, mal gucken. Ich würde sagen, wir bauen uns hier vielleicht auch mal so eine kleine Höhle rein für den Anfang. Ich hole gerade schon Steine ganz viel. Ja, ich bin auch ein bisschen dabei. Aber Eisen brauchen wir eventuell. Aber hier ist, glaube ich, ne, hier ist nichts. Okay, Schafe sind ja aber genug. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Das ist ein nicer Spawn auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, bei mir hat man, glaube ich, schon am Anfang gesehen, dass da so ein neues Biom war. Jetzt... Ja, das habe ich ja gesagt, genau. Das hab, Achso. Da spawnen halt diese Cybermans, diese Pflanzenmänner. Ach, da spawnen die? Ja, ja. Wenn du willst, kannst du meine Axt haben. Nicht Axt, meine... Eine... Spitzhacke. Aber ich habe schon eine. So, jetzt habe ich mir mal hier ein Schwert gemacht, damit ich dich schon vergewaltigen kann. Nein, ich habe nichts gesagt. So, warte. Ein Ofen. Ofen. Ja, mach ich. Ich habe einen gemacht. Achso, okay. Dann mach du. Ich geh mal ein bisschen aber so... Aber hast du ein bisschen... Schweinehund. Kohle? Nee, nix. Schade, ich auch nicht. Egal, dann lassen wir das erstmal da. Auf jeden Fall baue ich mal ein bisschen da dann innen weiter. Also oh, auf jeden Fall, da ist Kohle, ich sehe schon Kohle. Okay, gut, das ist gut. Auf jeden Fall habe ich richtig Bock auf dieses Projekt. Ich glaube, Fabio hat ja genauso viel Bock für ja, vor allem, weil Projekt. Wir generell so Dragon Ball Z-Fanatiker sind, sage ich mal, ne? Also wir Dragon Ball Z ist einfach... Kindheit. Ja, Kindheit. Da kannst du nichts gegen sagen, Mann. Ich meine, gut, wenn ihr sagt, Dragon Ball ist scheiße, Naruto oder was ist besser, ist eure Meinung, ja. Ich mag Naruto jetzt nicht unbedingt so, wie mag Naruto, glaube ich. Aber ich mag viele Animes. Ja, ne, Naruto ist jetzt nicht so meins. Also, so Ninja war noch nie meins, aber halt so Dragon Ball Z, so Sachen, die einfach richtig unmöglich sind. Ja, okay, Ninja ist eigentlich auch unmöglich, aber... Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Trotzdem. Ja, das ist gut. Ich habe ein bisschen Kohle. Aber halt so Sachen, die, wo man halt so... sowas machen kann, die finde ich halt immer noch geiler und... Leute, das ist direkt schon ein neues Erz. Geil, das auf jeden Fall mitnehmen, weil da... Womit kann man das abbauen? Womit kann man das abbauen? Ich weiß nicht, ich denke Stein? Ja, mit Stein geht das. Ja, weil, daraus kannst du direkt eine Rüstung machen, die so stark ist wie Diamant. Das ist richtig geil. Okay. Und das kommt, weißt du, wie oft das in der Welt vorkommt? Das okay, ich habe schon Eisen gefunden. So nice, Alter, so nice. Das Eisen sauber, wo... Ich such dich jetzt einfach mal. Nee, ich komm gleich zurück. Ah, warte, hier bist du wahrscheinlich reingegangen, ja. Ja, hier bist du irgendwo. Oder nee. Doch, da. Ich sehe dich rechts. Ich hab deinen Namen auch also, hier bist du reingegangen. Oh, jo. Warte. Warte, ich hab schon das ganze Eisen genommen. Okay. Du kannst jetzt noch ein bisschen die Kohle mitnehmen oder so. Ja, wir haben ein bisschen jetzt. Ich hab ein bisschen was. Oh, guck mal, das ist ein Zombie. Aber ich bin ein Vegeta, du kannst mich gar nicht töten. Fabi, weg. Ich bin jetzt tot und das auch. Da ist wieder das neue Erz, ja. Hier, für Fabis Zuschauer auch nochmal. Genau. Creeper, lass erstmal rausgehen, das ist grad... Ach geil, das muss man gar nicht schmelzen, da kommt das instant ja, raus. Ja, das kommt raus. Uah. Ja, deswegen meinte ich, komm, lass erstmal rausgehen. Warte, ich töte den jetzt. Ich hab gesagt, ich bin Vegeta, hallo? Oh geil, ich hab schon Level 2. Die Level spielen auch eine wichtige Rolle, wofür werdet ihr dann später mal sehen. Ah, ich muss Rottenfleisch essen, Alter. Oh, ich freue mich einfach riesig auf dieses Projekt, das ne? Das Projekt ist... Mir macht's auch so viel Spaß, vor allem... Der Anfang ist eigentlich generell immer langweilig, aber mir macht's trotzdem so viel Spaß, jetzt schon, weil ich einfach weiß, was euch erwartet. Und uns. Und uns, ja klar. Ihr werdet das, denke okay, ich... Okay, das Ohr heißt Varenai Christel. Ja, Varenai. Richtig schlecht eigentlich. Nein, daraus kann man sich aber leider keine Tools machen. So, und jetzt mache ich schon mal eine Schere. Ich mache mal eine Kiste. Genau, ich habe jetzt eine Schere. Dann gib mir mal die Schere und du, ich weiß nicht, farmst du noch ein bisschen dann? Ne, ich will Schafe. Oh, du Lappen. Guck mal, was zu essen? Wo ist Essen? Hä, hab ich nichts gebraten? Doch, bei mir, ja, ich hab das. Ja, gib mal was, du Affe. Affe passt sogar eigentlich, weil du ja eigentlich ein Affe bist. Du bist auch ein Affe, aber egal. Egal, ich darf das. So, gib mir mal die Insects. Ach ja, warte, komm mal einfach mit hier. Zack, zack. Wie viel hast du rausbekommen? 2, 3. Jawohl, dann können wir schon mal ein Dings craften. Und wir brauchen ja auch normale Schafe für Betten jetzt. Warte mal, komm mal kurz mit. Komm mal, ich hol mir die Schafe hier für Betten. Ja genau, hol dir mal ein paar für Betten. Ich suche ganz kurz nach Insects weiter. Da unten sind Tintenfische.
Ich suche Schafe weiter. Denn dann können wir jetzt auch gleich schon pennen gehen. Das ist. Ja, genau, weil wird ja auch gerade Nacht und. Oh, ich freue mich schon, wenn wir einen Scouter haben. Nimm mal ein bisschen Sand mit. Ich mache jetzt erstmal die Betten. Ich habe jetzt keinen Bock, erst jetzt schon von so einem Zombie angegriffen zu werden und dann zu sterben. Hab ich auch nicht. Ja, dann komm zurück, du Affe. Ja, warte, ich komme sofort. Aber ich will, Aua, aua, nein, nein, bitte nicht. Aua. Boah, Glück gehabt. Ich will noch den eben töten da. Dann mach das. Dann mach ich auch. Ich wette, ich sterbe jetzt direkt am Anfang, wenn ich so gut bin. Nein, jetzt hör auf. Oh nein, ich sterbe echt, Alter. Gegen wen? Gegen Wasser. Hä? Ja, ich krieg Schaden. Boah, ich hab mal überlebt mit einem Herz. Oh fuck. Oh shit, Alter. Hast du irgendwie irgendwas zum Pennen? Ja. So eine Bucht, meine ich? Nein. Scheiße. Oh, du hast. Ey, der Creeper hat Eisen freigesprengt, geil. Geil. Komm, da bist du, komm, ich führ dich. Ich schütze dich. Peter. Ja, schütze mich schneller. Dein. Wohin? Wir pennen jetzt einfach direkt. Ich hab die Betten platziert. In der freien Welt. Ist egal, Fabi. Okay, komm, schnell, schnell. Wie geht dein Bett? Kami. Kami. Scheiße, hab ich nicht gemerkt. Okay, so. Hier ist noch Eisen. Das tue ich direkt mal da rein. Eisen brauchen wir eh noch ein bisschen mehr. So, jetzt komm mal mit kurz. Schaffe. Nee, ich höre noch das Eisen. Ich muss was essen, Alter. Ich muss was essen. Tu mal jetzt Fleisch da rein. Ich nehme mal zwei Fleisch oder so raus, weil ich eben ganz schnell essen muss. Ich kann die Schafe färben, ne? Ja, wo bist du? An da, ich sehe schon. Ja, da. Da hinten ist ein Schaf, oder? Ja, da. Oh, hier ist ein Dings. Da sind Schafe. Schafe. Zack. Ich hoffe mal, dass zwei reichen. Ich habe sechs. Sechs jetzt. Jetzt habe ich neun. Ja, gut, dann. Mist, einen brauchen wir noch. Da rechts. Ah, da, ja. Ich hab einen Arrow. Ja, yeah, ich bin Gangster-Shit. Oh nein, Alter, jetzt greift er mich an. Nein, der Tipp hört sich weg. So, jetzt komm mal mit zum Dings. Warte, hier ist noch ein Creeper. So, warte, ich nehme da mal ein bisschen Sand mit, weil wir das auch noch gebrauchen können. Auf einmal abbauen, ich zeig euch das. WTF, das hat gerade mega geleckt. Eine davon. Hast du, wenn du eine rote Blume siehst, dann nimm eine mit. Hier, ganz viele. Ja, dann nimm eine mit, eine reicht. Okay. Und dann komm zu mir, dann bastel ich uns was Schönes. Süß. Ja, ne? Ja. Finde ich auch. So, und. Ach komm. Da tue ich das rein. Wir brauchen noch einen Ofen. Ich mach mal noch einen. Das ist da. So, dann gib mal die Wolle, dann bastel ich uns nochmal was. Und zwar hier für dich. Wir haben jetzt nämlich Black Saiyan Hairs, also die Saiyajin Haare. Boah, du siehst aus wie so ein Emo. Und jetzt haben wir da oben, ja du auch. Jetzt haben wir hier oben so eine Keyleiste und können uns mit C aufladen. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich gehe mal in F5-Modus. Ich auch. Obwohl, ich sehe Fabi ja. Und das Ganze gut. Ist ziemlich laut. Ja, das ist echt ein bisschen laut. Und ich bin jetzt schon bei 27, 28. Ich kann bis 40 gehen, weil wie viel Level hast du? Ich habe 2. Ja, ich habe 3, deswegen kann ich immer 10 höher. Also für jedes Level, das du hast, kannst du 10 weitergehen. Anfangs ist 10, mit einem Level kannst du dann auf 20 gehen und so weiter. Und ich kann ja mal was demonstrieren. Guck mal, ich gehe jetzt wieder in F5-Modus und jetzt... Kaioken. Ah, genau, Kaioken mit G. Da habe ich jetzt auch Kaioken. Und dann kann man die nochmal 4 machen. Und das ist halt, du bist stärker. Und mit H hörst du auf. WTF! Alter! Und schneller, ja klar. Du bist stärker, schneller und... cool. Mehr weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, da haben wir schon ein paar Neuerungen gezeigt. Und wenn du jetzt renn mal und drück dabei R. Nichts passiert. Also ich bin nicht aufgeladen. Ja, du musst aufgeladen sein. Ja, da bist du halt schneller unterwegs. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt schon zum Super Saiyajin verwandeln kann. Oh, wie schnell. Heftig, ne? Und mit F kann man dann jetzt auch noch fliegen. Wenn du Steuerung drückst, kannst du gleiten in der Luft. Auf der gleichen Ebene. Drück mal Steuerung, du drückst Shift, du Affe. Oh.
Ja, wo ist denn nochmal Steuerung? Da unten. Unterschrift. Das ist so nice. So, und warte, jetzt kann ich uns sogar noch was craften. Ich brauch die Gems. Wo ist das Glas? Ach, da. Gib mal deine Rose. Da. Ah, und die machen schon 2,5 Schutz, die Rüstung. Oh, okay. Machen wir so und einmal zack und einmal zack. So, hier ist ein random gespawntes schwarzes Schaf. Hier. Willst du rot oder gelb? Ich nehme rot. Okay. Dann musst du dafür aber deine Haare abziehen, damit du den Scouter anziehen kannst. Dann hast du da so einen Scouter. Alter, das sieht voll cool aus. Guck mal, wie ich mich Scouter aussehe. Ja, Mann. Und jetzt drück... LOL! Drück mal bei dir F5. Warum F5? Mach mal, guck mal, wie du aussiehst. Wie komisch. Ja, weil er schon einen Scouter hat, deswegen. Ja. Jetzt drück mal F4 bei dir. Und dann, geht der an. Der bezieht Scouters. Und jetzt drück nochmal F4. Jetzt siehst du die Distanz, jetzt weißt du, ach, da ist ein Mob, okay. Der zeigt dir halt die Distanz an und kannst gucken, so und so, wie weit gehst du weg. Und dann drück mal nochmal F4 und jetzt sieht das die Kampfkraft, wenn du auf dem, wenn er es einen anvisiert. Dann steht da die Kampfkraft, ein Schaf hat bei mir 4. Eine Battle Power von 4, das ist bestimmt richtig stark. Und du? Kann man dich nicht? Kampfkraft, nee, dich kann man leider nicht scannen. Kannst nur Gegner. Ich guck mal, was so ein, ja, so Creeper und so haben, will ich mal gleich gucken. Auf jeden Fall sehr geil, aber ich nehme mal erstmal meine... Ich nehme auch meine Haare wieder. Meine Haare wieder, ja. Ah ja, genau, und drück mal X. Dann macht man so einen Sprung. Ah ja, genau, und mit der Kajuken kannst du höher springen, das war das. Da kannst du so ein... Oh, ich finde vor allem die Sounds so geil, ne? Das sind originalgetreue Sounds. Ja, das ist richtig nice. So, ja... Das werdet ihr später mit den, Attacken noch sehen. Dann haben wir genug rumgealbert. Was dann, wir dann noch machen? Wir brauchen Kühe. Kühe brauchen wir noch, weil dann können wir uns ein richtig krasses Schwert machen, das auch schon wieder stärker ist als ein Diamantschwert. Warte, ich will kurz das machen. Und zwar farm ich jetzt ein bisschen. Ja, farm du, ich such Kühe, okay? Jo. Und das noch, zack, zack, zack. Ja, was ich auch mal machen kann, ich kann einfach mal rüberfliegen. Aber fliegen ist so langsam irgendwie, merke ich. Da brauchst du echt eine Saiyajin-Stufe oder halt was anderes. Ah, ich habe hier noch ein Ohr gefunden, ein Erz. Boah, das baut man echt langsam ab, ey. Da hinten ist Zuckerrohr, das nehme ich einfach mal mit. Ja, nimm mit. Ja, mach ich. Ja, aber das Geile ist ja, du kannst jetzt so ganz schnell über Wasser, wenn du halt einfach schwebst, dann bist du ja... Ja, das ist mega nice. Vor allem dieser Typ, der muss sich richtig lange, das werdet ihr noch sehen, es gibt ja richtig heftige Sachen noch. Ja, man, die kann man, da muss aber dann halt ein paar Gegner töten, aber so Gegner, die von dem Mod hinzugefügt werden, damit du die Sachen überhaupt bekommst. Ich hab einen Dragon Ball gefunden. Nice. Genau, die gibt's ja auch und wenn man halt 7 davon hat, dann, beschwert man schnell long. Genau. Geil, ich hab einen Dragon Ball, Alter, nice. Ich hab Krillin gefunden, nicht Spaß, war ein Baum. Nicht Spaß, war ein Baum, Alter. Das Geile ist auch, du verlierst irgendwie keinen Schaden. Also keinen Fallschaden, meine ich. Du verlierst keinen Schaden, WTF. Du verlierst keinen. du hast gerade ein Schwein umgebracht. Ah, ich habe mich voll erschrocken. Ja, Mann. Geil, Dragon Ball. Ach, unsere Kiste ist schon voll, ja. Business, oder was? Kann man den Dragon Ball einfach so abbauen? Ja. Okay. Wieso? Willst du den abbauen, oder was? Nein, ich wollte nur wissen. Ja, nein. Warte, zeig mal den Dragon Ball. Das sieht so aus, da drin. Ekelhaft. Kannst du auch platzieren. Ich weiß. Richtig geil, ne? Meiner. Das ist der erste sogar. Ja. Er fängt ja schon gut an. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine andere Folge ist, aber... Ah, warte, ich weiß, wo ich hingehe. Also, ich gehe jetzt in eine Höhle. Wir brauchen Kühe. Ich finde aber keine Kühe. Ja, dann geh du in eine Höhle. Ich suche nach Kühen weiter. Warte, ich brauche Kohle und eine... Ich brauche Essen, Alter. Ich brauche Essen. Ich nehme einfach mal das Essen mit. Ich brauche ja heutzutage keiner mehr. So. Ich gehe jetzt einfach mal da. Ich will jetzt noch nicht ins neue Biom gehen, weil ich euch die Cyberman jetzt noch nicht zeigen will ohne Sui. Obwohl, zeigen ist ja okay, aber noch nicht töten, weil dann kann man eventuell schon eine neue Mission machen. Deswegen. Oh, das ist so geil, wenn die Saiyajin-Saga mal richtig anfängt erstmal, weil das ist ja, ich sag mal, die Einführung, ja. Nicht so. Ach, hier hast du dich reingebaut, okay, ich dachte schon, what the fuck. Das Doofe ist halt immer irgendwie mit der Tastatur, teilweise mit den... Man verkrampft.
total. Ja, weil das so viele Knöpfe sind, auf die du dich konzentrieren aber musst. Aber guck mal, was soll der Typ denn machen? Der muss das ja irgendwie machen. Ja, klar. Nee, ist ja. Nee, ich will noch nicht ins neue Biom gehen. Ja, mach's nicht. Ja, aber ich muss Kühe suchen. Und hier ist sonst nur Wasser. Ah, nee, ich kann einfach durch das neue Biom flitzen. Flitzen? Ja, ich will nicht, dass die mich angreifen. Flitzen. Ich flitze wirklich. Ich bin Super Saiyajin. Flitzer. Flitzer. Na okay, Super Saiyajin noch nicht. Alter, das ist ein mega Spalt hier. Ich wäre fast reingefallen. Da hinten ist schon so ein... Ich habe noch ein neues Ohr gefunden. Gibt's gar nicht. WTF, ach, das ist das Gleiche. Das sieht im hellen Jahr viel anders aus. So, hier sind Kühe sauber. Und Wölfe. Ich könnte mal die... Ah, ich habe meinen Scouter da gelassen. Das hätte ich die Power von Wölfen mal nachgucken können, weil die ist bestimmt anders. Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Wölfe sind ja stärker als jetzt so normale Viecher. Was gibt's denn hier so Schönes? Ich will gar nicht weiter in die Höhle gehen. Ich habe ein paar Kühe jetzt schon gefunden. Also ich muss irgendeinen Weg finden, um hier runterzukommen. Ja, ich muss noch ein paar Kühe finden. Da hinten, sauber. Sauber. Stirb, Kuh, stirb. Ja, schnauf mich doch mal an, wenn du willst. So, gut, wir haben genug Dings. Das Gute ist, ich habe die Seite noch gerade auf wegen Crafting-Rezepten, weil ich die wahrscheinlich nicht auswendig kenne. Wir brauchen aber noch ein bisschen Eisen. Hast du noch was? Ich bin am Farm. Gut, gut. Hast du jetzt aber gerade noch ein bisschen was bekommen? Ich bekomme gerade die ganze Zeit Eisen. Ja, das ist gut. Das neue Ohr brauchen wir aber auch, auf jeden Fall, weil... Habe ich auch gerade, ich habe... Also wir brauchen mindestens... Boah, das baut richtig langsam ab, ne? Ich weiß, das ist richtig krass. Das neue Ohr, dafür brauchen wir mindestens 50 oder so. Ne, 48, damit wir uns... Ne, gar nicht, ein bisschen weniger, weil du musst keine ganze Rüstung machen.